So, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich möchte Sie ganz herzlich einladen zu unserer heutigen Anhörung im Ausschuss für Arbeit und, Arbeit und Soziales. Ich möchte Sie ganz herzlich begrüßen. Und ich möchte vorab sagen, dass es heute ein trauriger Tag ist. Der Bundestagsvizepräsident Thomas Oppermann, Sie haben das alle gehört, ist völlig plötzlich verstorben. Und es hat mich, muss ich sagen, tief erschüttert, diese Nachricht. Thomas Oppermann war mein erster Fraktionsvorsitzender hier im Bundestag. Ich habe ihn als Fraktionsjustiziar, der ich in der vergangenen Periode gewesen bin, gut kennengelernt. Und er war vor allem ein unheimlich lebensfreudiger und lebenslustiger Mensch und hatte nicht vor, nochmal zu kandidieren, im Grunde auch, um den Ruhestand zu genießen. Und so kommt es dann. Also mit Thomas Oppermann verliert der Deutsche Bundestag einen herausragenden Vizepräsidenten und die SPD allemal einen großartigen Parlamentarier. Und das ist sehr bitter, diese Nachricht. Das Leben geht weiter und wir haben heute eine Anhörung und die werden wir jetzt durchführen. Gegenstand unserer heutigen öffentlichen Anhörung ist die Vorlage Antrag der FDP-Fraktion Corona-Krise generationengerecht überwinden, Nachholfaktor in der Rentenformel wieder einführen, Bundestagsdrucksache 20.195. Die von den Verbänden, Institutionen und Einzelsachverständigen abgegebenen Stellungnahme liegen Ihnen auf Ausschussdrucksache 19.11.796 vor. Von Ihnen, den hier anwesenden bzw. zugeschalteten Vertreterinnen und Vertretern der Verbände, also nur zugeschaltet, muss man sagen, ne? Möchten wir heute hören, wie Sie die Vorlagen fachlich beurteilen. Zum Ablauf der heutigen Anhörung darf ich Ihnen die üblichen Erläuterungen geben. Viele von Ihnen kennen sie schon, aber ich wiederhole sie doch noch einmal. Die uns zur Verfügung stehende Beratungszeit von 90 Minuten wird nach dem üblichen Schlüssel entsprechend ihrer jeweiligen Stärke auf die Fraktionen aufgeteilt. Dabei wechseln die Fragestellerinnen und Fragesteller nach jeder Frage. Das heißt also eine Frage, eine Antwort. Um die knappe Zeit möglichst effektiv zu nutzen, sollten möglichst präzise Fragen gestellt werden, die konkrete Antworten zulassen. Wegen der Kürze der zur Verfügung stehenden Zeit sind Eingangsstatements der Sachverständigen nicht vorgesehen. Hierzu dienen im Übrigen die vorgelegten schriftlichen Stellungnahmen. Schließlich noch der Hinweis, dass es heute am Ende der Befragungsrunde wieder eine sogenannte freie Runde von 10 Minuten geben wird. Hier können also Fragen aus allen Fraktionen kommen. Ich begrüße nun die Sachverständigen, die allesamt per Video zugeschaltet sind und rufe sie dafür einzeln auf. Von der Deutschen Rentenversicherung Bund, Herr Dr. Holger Viehbruck. Herr Viehbruck, wenigstens Sie sind da. Wunderbar, seien Sie uns gegrüßt. Vom DGB Herr Ingo Schäfer, den habe ich schon gesehen. Herr Schäfer. Vom Sozialverband VDK Herr Dr. Samuel Beutler-Bohn. Guten Tag, auch anwesend. Oh, sehr schön, okay. Herr Beutler-Bohn, sehr schön. Und ein herzliches Willkommen sage ich den Einzelsachverständigen, und zwar Herrn Professor Dr. Martin Werding. Schönen guten Tag, Herr Karin, ich hoffe, Sie hören mich. Sehr schön. Wir hören Sie, Herr Werding. Herrn Professor Dr. Eckhard Bohmsdorf. Auch von mir, guten Tag. Sehr schön, Herr Bohmsdorf. Herr Dr. Johannes Geier. Auch von mir, guten Tag. Herr Geier, sehr schön. Sowie Frau Susanna Kochskemper. Hallo, Frau Kochskemper, sehr schön. Dann versuche ich noch mal mit Herrn Alexander Gunkel. Herr Gunkel, hören Sie uns? Herr Dr. Gunkel ist nicht da, Wolfsburg-Fidor. Von wem war der geladen? CDU. Okay, Herr Dr. Gunkel wird sich ja vielleicht noch zuschalten. Okay. Herr Gunkel? Sehr schön. Es werde Licht. Wunderbar. Herr Gunkel, wir begrüßen Sie ganz herzlich. Also, die Öffentlichkeit und weitere Kolleginnen und Kollegen aus unserem Ausschuss beteiligen wir über eine TV-Aufzeichnung an unserer Anhörung, beziehungsweise lassen Sie am Telefon mithören. Die TV-Aufzeichnung wird ab morgen 18 Uhr auch auf unserer Internetseite in der Mediathek zur Verfügung gestellt und bleibt dort abrufbar. Wir beginnen
Wir beginnen jetzt mit der Befragung der Sachverständigen. Ich muss dazu sagen, die parlamentarische Staatssekretärin Annette Kramme ist auf dem Weg, aber wird sicherlich gleich eintreffen. Also wir beginnen jetzt mit der Befragung. Dazu bitte ich, dass gleich zu Beginn die entsprechende Institution bzw. der oder die Sachverständigen genannt wird. Als erstes hat sich gemeldet Peter Weiß für die CDU-Fraktion, CDU-CSU-Fraktion. Peter Weiß, ja. Sie haben das Wort. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Mit meiner ersten Frage möchte ich mich an die BDA und Herrn Professor Dr. Werding wenden. Wir haben es ja mit einem FDP-Antrag zum sogenannten Nachholfaktor zu tun. Meine Frage an Sie ist, ist ein Antrag nur zu diesem Thema nicht zu kurz gesprungen, wenn man Effekte aus der statistischen Renten, aus der statistischen Revision, die wir bei der Festlegung der Rentenwerte berücksichtigen müssen, schlichtweg unberücksichtigt lässt und sich nur auf dieses eine Thema konzentriert? Vielen Dank, Herr Weiß. Ich möchte alle bitten, Ihre Mikros auszuschalten, wenn Sie nicht gerade dran sind. Und bitte Herrn Gunkel um die Antwort. Nein, ich sehe, dass beide Fragen, die hier gestellt werden, miteinander zwar in einem Zusammenhang stehen, weil beide Fragen, die Frage der Statistikrevision wie auch die Frage des Nachholfaktors, zwar einen Einfluss auf die Rentenhöhe haben, aber die Notwendigkeit, den Nachholfaktor wieder einzusetzen, die ergibt sich auch ganz unabhängig von der Frage der Statistikrevision. Sie muss vor allem noch innerhalb dieser Legislaturperiode beantwortet werden. Ich möchte auch sagen, warum. Im Jahr 2022 kann es durchaus sein, nach dem aktuellen Stand, wenn die wirtschaftliche Entwicklung schlecht bleibt oder sich nicht weiter verbessert, dass im Jahr 2022 eine Beitragssatzanhebung erforderlich ist. Und deshalb muss in dieser Legislaturperiode entschieden werden, ob im Jahr 2020 der Nachholfaktor greift oder nicht, weil der Umfang dieser Beitragssatzanhebung und ihre Notwendigkeit genau von dieser Frage dann abhängen wird, ob der Nachholfaktor in diesem Jahr gelten wird. Und über den Beitragssatz für das Jahr 2022 muss die Bundesregierung im Herbst des kommenden Jahres entscheiden. Ich halte die Notwendigkeit, den Nachholfaktor wieder einzuführen, für sehr hoch. Erstens, weil, wenn er nicht wieder eingeführt wird, die Rentenversicherung enorme zusätzliche Aufwendungen hat und der Beitragssatz kräftiger bzw. schneller wieder angehoben werden muss. Das ist der eine Punkt. Und der andere Punkt, es ist auch ein Gebot der Logik, wenn man an eine Rentenanpassungen glaubt, die grundsätzlich lohnbezogen ist. Ich will dies an einem Beispiel deutlich machen. Wenn die Löhne sich über 5 oder 10 Jahre lang nicht verändern, hat dies per se dann auch keinerlei Auswirkungen auf die lohnbezogene Rentenhöhe, weil die Renten sich ja grundsätzlich nach den Löhnen richten. Wenn die über 5 Jahre lang die Löhne nicht steigen, auch nicht die Renten. Wenn aber die Renten beispielsweise ein Jahr um 2% raufgehen und 2 Jahre und danach wieder um 2% runtergehen, dann würden in der Folge die Renten dann trotzdem steigen, obwohl im Ergebnis die Löhne sich über diesen Zeitraum gar nicht positiv entwickelt würden. Und das kann nicht sein und deshalb muss der Nachholfaktor wieder eingeführt werden. Und die Frage der Statistikrevision, die kann man sich natürlich auch vom Gesetzgeber angucken. Aber wie gesagt, diese Frage besteht unabhängig von der Notwendigkeit der Wiedereinführung des Nachholfaktors. Vielen Dank, Herr Gunkel. Als nächstes Professor Werding. Dankeschön. Ich denke auch, der Antrag der FDP-Fraktion ist in dieser Form diskussionswürdig. Wir haben im Rentenanpassungsrecht ja gleichsam mehrere Regelungen, die so wie Schichten übereinander liegen. Wir haben eine allgemeine Rentenanpassungsregel nach dem § 68 SGB VI. Wir haben dann eine Sonderregel mit einer Schutzklausel, die dann greift, wenn die Löhne, die eine wichtige Komponente für die Rentenanpassung darstellen, sinken würden. Und dazu gehört im Grunde dann ja der Ausgleichsfaktor oder Nachholfaktor, der diesen Effekt, den man, wenn man die Schutzklausel aktiviert, dazu führt, dass das Rentenniveau eben steigt, dass man diesen Effekt später bei wieder steigenden Löhnen wieder rausnimmt. Und dann kommen weitere Schichten hinzu, aktuell die Haltelinien, jetzt kommt diese Statistikrevision. Im Grunde muss man die Dinge, glaube ich, einzeln beurteilen. Und worauf die FDP hinweist, ist diese Sonderregelung mit der Kombination aus Schutzklausel und Ausgleichsfaktor. Die ist momentan nur zur Hälfte wirksam und das führt unter Umständen zu einer gewissen Unwucht mit Unwägbarkeiten natürlich bezüglich dessen, wie sich die Löhne, die hier ein wichtiger Faktor darstellen, in Zukunft tatsächlich entwickeln. Aber darüber zu diskutieren, ob man diese Regelung nicht doch wieder im Ganzen in Kraft setzt, halte ich durchaus für wichtig und vertretbar. Vielen Dank, Professor Werding.
Die nächste Frage kommt von Frank Heinrich für die Unionsfraktion. Ganz herzlichen Dank, Herr Vorsitzender. Ich möchte zuerst Herrn Dr. Holger Fiebrock vom DRV-Bund eine Frage stellen, oder anderthalb Fragen. Ist es zutreffend, dass weitere statistische Effekte das Ergebnis am Schluss beeinflussen? Wie zum Beispiel die Einbeziehung von Minijobs in die Versichertenentgelte durch die Neuregelungen im Flexirentengesetz und durch statistische Bereinigungen aus anderen abgeschlossenen Gesetzgebungsverfahren. Welche Auswirkungen hatte das auf dieses Jahr, die Rentenanpassung, beziehungsweise wird es haben für die Rentenanpassungen in den nächsten zwei Jahren? Dankeschön. Vielen Dank, Herr Heinrich. Dr. Fiebrock. Ja, vielen Dank. Also es ist in der Tat so, dass in der Statistik der Deutschen Rentenversicherung Bund, dass diese Statistik aktualisiert worden ist und dass zusätzliche Datenquellen zur Verfügung gestellt wurden, die jetzt auch entsprechend in die Statistik eingehen. Also eine der Faktoren, mit der die Rentenanpassung berechnet wird, ist der Lohnfaktor. Und in diesem Lohnfaktor sind auch die sogenannten beitragspflichtigen Entgelte enthalten. Die heißen nicht versicherungspflichtig, sondern beitragspflichtig, weil da auch Personen dazu gehören, jenseits der Regelaltersgrenze, die zwar nicht versicherungspflichtig, aber beitragspflichtig sind, eigentlich. Bei den Finanzeinnahmen ist es so, dass wir von diesen beitragspflichtigen, versicherungsfreien Beschäftigten auch Beiträge bekommen. Aber bisher hatten wir keine statistische Information darüber, wie hoch deren Einkommen sind. Diese Lücke haben wir jetzt geschlossen. Und das hat zur Folge, dass relativ viele Personen mit niedrigen beitragspflichtigen Einkommen in das beitragspflichtige Entgelt eingehen, und das wiederum verändert den Lohnfaktor, sodass die Rentenanpassung des Jahres 2021 durch die Einbeziehung niedriger ausfallen würde. Das ist ein reiner Statistikeffekt, den es auch woanders gibt. Auch beim Statistischen Bundesamt gibt es oft Revisionen. Dieses ist die erste Revision oder die erste Neufassung, die wir vornehmen. Und wir plädieren dafür, diesen reinen Revisionseffekt rauszunehmen, wie es die Bundesregierung ja auch bei der Rentenanpassung gemacht hat mit den VGR-Löhnen, also den vom volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung den Löhnen an dieser Stelle, so dass der Statistikeffekt verschwinden würde. Bisher ist das aber unseres Wissens nicht auf Widerhall gestoßen. Vielen Dank. Nächste Frage, Peter Weiß. Ich möchte meine Frage an Herrn Professor Bobensdorf und die Deutsche Rentenversicherung Bund stellen. Beide waren ja als Sachverständige bei der Anhörung zum RV-Leistungsverbesserung und Stabilisierungsgesetz, Rentenpaket der Großen Koalition zu Beginn der Legislaturperiode, beteiligt. Mit dem damaligen Gesetz wurden die sogenannten neuen Haltelinien festgelegt und der Nachholfaktor ausgesetzt. In Ihren damaligen Stellungnahmen haben Sie die Aussetzung des Nachholfaktors gar nicht oder allenfalls am Rande thematisiert. Woran lag das? Vielen Dank, Herr Weiß. Professor Bumsdorf. Ja, vielen Dank. Wenn man sich das Rentenversicherungsleistungsverbesserungs- und Stabilisierungsgesetz anschaut, dann wird man feststellen, dass der Paragraph 256g zwischen Niveauschutzklausel und Beitragssatzgarantie in zwei Zeilen dargestellt wurde. Fast möchte man meinen, dass er versteckt wurde. Ich sage wohlgemerkt fast. Die Begründung zu diesem Abschnitt war relativ kurz. Kosten dieser Maßnahme wurden nicht extra angegeben. Und man muss auch ehrlicherweise sagen, niemand hat in seiner Stellungnahme dazu etwas gesagt. Niemand hat allerdings auch aus der politischen Seite zu diesem Punkt seinerzeit nachgefragt, soweit ich das sehe. Ich muss auch ehrlicherweise sagen, mir erschienen damals auch andere Punkte wichtiger, gegen die ich durchaus Einwendungen hatte. Deswegen habe ich das nicht gemacht und bin da also nicht noch drauf eingegangen. Aber diese Rentenniveau
Sicherung, die Sicherungsklausel und die Beitragssatzgarantie, die erschienen mir beide von größerer Bedeutung. Ich glaube auch, dass manche, die es vielleicht gelesen haben, dem Punkt nicht so viel Bedeutung beigemessen haben, weil sie gedacht haben, das wird nicht so groß eine Rolle spielen. Dass es jetzt eine größere Rolle spielt, das mag ein klein wenig mit Corona geschuldet sein, aber man hätte damals sicher auch schon mehr dazu sagen können. Das ist jedoch aus welchen Gründen auch immer nicht geschehen. Im Nachhinein bedauere ich das natürlich, aber das ist nun mal so. Danke. Vielen Dank, Professor Bomsdorf. Herr Dr. Viehbruck. Ja, also das Aussetzen des Nachholfaktors war ja damals im Gesetzentwurf enthalten. Es gab auch eine Begründung für das Aussetzen, nämlich dass der Nachholfaktor kollidieren könnte mit den Haltelinien und dass die Haltelinien sozusagen jetzt da auch eine höhere Priorität hatten. Diese Begründung erschien mir damals nachvollziehbar. Die hat auch durchaus technische Gründe in der Umsetzung. Die erschien mir und auch der Rentenversicherung nachvollziehbar. Und wir haben tatsächlich keinen Anlass gesehen, dazu Stellung zu nehmen, zumal man ja die finanziellen Effekte, die das hatte, auch gar nicht beziffern konnte. Also zum damaligen Zeitpunkt, wenn zum damaligen Zeitpunkt schon jemand die Covid-19-Krise vorhergesehen hätte, dann hätte er heute sicherlich einen Orden verdient. Aber damals hat es niemand vorausgesehen. Das muss man einfach sehen. Und in unseren Vorausberechnungen, die wir auch gemeinsam mit dem BMAS machen, gab es tatsächlich diesen Effekt nicht, sodass wir dann auch keine Veranlassung gesehen haben, dazu noch extra Stellung zu nehmen. Zumal das Thema selbst war ja eigentlich schon bekannt. Also der Nachholfaktor ging ja schon über viele Jahre, auch ein Jahrzehnt vorher durch die Presse, ist x-mal diskutiert worden, 2011, 2012 nochmal verschoben worden. Also da kann man eigentlich davon ausgehen, dass zumindest die lang gedienten Politiker auch das durchaus in den Köpfen haben. Vielen Dank. Nächste Frage von Herrn Heinrich. Danke. Ich würde darauf gerne noch mal Bezug nehmen. Sie sprachen gerade davon und ich stelle die Frage an Sie vom DRV und auch an Professor Dr. Bomsdorf. Die Schutzklausel und auch der Nachholfaktor waren ja über Jahrzehnte in der Rentenversicherung nicht bekannt als solches. Sie sprachen gerade davon, dass das dann durch die Presse ging und diskutiert wurde. Warum war das nach Ihrer Sachkompetenz so, dass das einfach nicht bekannt war? Beziehungsweise, was hat sich da geändert, damit es dann hochkam? Und was war der Grund für die Einführung der Schutzklausel und des Nachholfaktors? Und wie hat das beide dann sich auf die Umsetzung ausgewirkt? Vielen Dank, Herr Heinrich. Herr Dr. Viehbruck. Die Schutzklausel als solche, also was wir heute als Rentengarantie bezeichnen, die ist eingeführt worden mit dem RV-Nachhaltigkeitsgesetz 2004. Dann hat man vorher, in den Jahren vorher, hat es durchgehend, also seit 92, hat es durchgehend positive Rentenanpassungen gegeben. Da gab es gar keine Veranlassung, darüber nachzudenken. Aber mit dem Nachhaltigkeitsgesetz sind dann eingeführt worden die sogenannten Dämpfungsfaktoren, also Beitragssatzfaktor, was wir Beitragssatzfaktor nennen, und dann später der Nachhaltigkeitsfaktor. Und damals musste man dann befürchten, dass mit diesen Faktoren eine negative Rentenanpassung, mit diesen Dämpfungsfaktoren eine negative Rentenanpassung herauskommt. Deshalb ist diese Schutzklausel eingeführt worden. Dann hat es aber tatsächlich schon in den Jahren 2005 und 2006, glaube ich. Also in den beiden Jahren hat es schon negative Anpassungen gegeben. Jedenfalls hat die Schutzklausel gegriffen. Und in der Folge hat man dann eingeführt den Nachholfaktor, um das dann später auch nachholen zu können. Allerdings so, dass der Nachholfaktor dann erst ab dem Jahre 2011 gelten sollte, wenn nämlich die sogenannte Riester-Treppe, also die Treppe des Riester-Faktors abgeschlossen war. Das ist dann verschoben worden, aber ist trotzdem bei 2011 geblieben. Und dann hat man den kompletten Nachholbedarf sozusagen, der bis dahin aufgelaufen war, hat man dann nachgeholt. Also im Prinzip war das eine Folge der Dämpfungsfaktoren, die mit der Riester-Reform und, ich sag mal, der Rürup-Reform 2004 eingeführt worden sind.
Vielen Dank, Herr Fiebrock. Professor Bumsdorf. Ja, ich kann natürlich weitgehend auf dem aufbauen, was eben gesagt wurde. Man könnte vielleicht noch ein wenig zurückgehen. In den Jahren davor haben wir ja sehr oft eine Änderung der Rentenformel gesehen, die aber nie etwas beinhaltete, wo so eine Schutzklausel notwendig gewesen wäre. Die Notwendigkeit der Schutzklausel, die sich vor allem dagegen richtete, dass so eine Art demografischer Faktor dazu führte, dass der Rentenwert abnehmen kann, über die hat man diskutiert und hat sie eingeführt. Und diese Schutzklausel ist dann später, wenn Sie so wollen, noch erweitert worden. Es war ja die Möglichkeit, dass durch negative Entwicklungen auf dem Lohnsektor auch der Rentenwert hätte runtergehen können. Und das hat man durch die erweiterte Schutzklausel, will ich das mal nennen, dann ausgeschlossen. Aber diese Anpassung, dass die später nachgeholt werden sollte, die durch die Schutzklausel ausgesetzt wurde gewissermaßen, das hat auch einer vehementen Diskussion bedurft, sodass dieser Nachholfaktor nicht unmittelbar mit der Schutzklausel eingeführt worden ist. Im Übrigen muss man natürlich ehrlicherweise sagen, dass die Schutzklausel zumindest, was ihre Wirkung auf die Entwicklung der Löhne und Renten anpasst, in gewisser Hinsicht den Aussagen des Bundesarbeitsministers widerspricht, der noch in diesem Jahr bei der Rentenerhöhung gesagt hat, es gilt das Grundprinzip, dass die Renten den Löhnen folgen, in guten wie in schlechten Zeiten. Das ist durch die Schutzklausel natürlich ausgesetzt. Danke. Vielen Dank, Professor Bumsdorf. Herr Weiß. Ich richte mich nochmal an die Deutsche Rentenversicherung und Herrn Professor Werding. Die Folgen der Corona-Krise werden ja für die Rentnerinnen und Rentner möglicherweise zum 1. Juli bei der Rentenanpassung spürbar oder auch danach noch, wenn die beitragspflichtigen Durchschnittsverdienste in diesem Jahr 2020 aufgrund der Kurzarbeit oder Arbeitslosigkeit sinken. Meine Frage an Sie ist folgende. Erstens, wie entwickeln sich denn nach Ihren Einschätzungen und Zahlen, die Ihnen jetzt vorliegen, das Jahr 2020 hinsichtlich der beitragspflichtigen Entgelte? Zweitens, ergibt sich denn nach Ihren Einschätzungen und Prognosen rechnerisch tatsächlich möglicherweise eine Rentenkürzung in 2021, die durch die Schutzklausel aufgefangen werden müsste? Und drittens, wie entwickeln sich denn nach Ihren Einschätzungen und Prognosen die Rentenanpassung im Jahr 2022 und danach? Vielen Dank, Herr Weiß. Herr Fiebrock. Ja, okay, also in der Tat ist es so, dass die Löhne sehr stark beeinträchtigt werden durch die Corona-Krise. Im Wesentlichen gibt es drei Faktoren, die da eine Rolle spielen. Das ist zum einen die Kurzarbeit natürlich. Kurzarbeit reduziert die Löhne zunächst, allerdings in vollem Umfang nur in den Löhnen der volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung. Da geht tatsächlich die Kurzarbeit 1:1 ein, also bei 50% Kurzarbeit hat man dann auch nur 50% der Löhne. Bei den Löhnen in der Rentenversicherung ist das etwas anders, weil bei Kurzarbeit noch auf Basis von 80% des ausgefallenen Lohns Beiträge gezahlt werden. Deshalb ist der Effekt bei uns deutlich geringer. Also wir gehen davon aus, dass die VGR-Löhne, muss ich sagen, das ist jetzt die Annahme der Bundesregierung aus ihrer Interimsprojektion im September. Die legen wir zugrunde. Es wird ja noch wohl in dieser Woche eine neue Projektion geben der Bundesregierung, sodass das, was ich jetzt sage, ist nur eine relativ kurze Halbwertszeit hat. Aber also wir gehen davon aus noch, dass bei den VGR-Löhnen 2020 ein Rückgang von 0,6% stattfindet und dann ein Wiederanstieg im Jahr 2021 um 2,7%. Die beitragspflichtigen Löhne gehen aus den Gründen, die ich genannt habe, nicht so stark zurück, sondern steigen, gehen gar nicht zurück, sondern steigen sogar um 1,7% im Jahr 2020. Aber dann im Jahr 2021 ist der Nachholeffekt sozusagen dieser Wiederaufstiegseffekt, der ist dann auch nicht so groß, dann steigen die Löhne dann nur noch um 0,8%.
Das hat jetzt in der Tat zur Folge, also bei Arbeitslosigkeit ist es auch so, allerdings bei Arbeitslosigkeit, da geht das Arbeitslosengeld nicht in die VGR-Löhne ein, aber bei den beitragspflichtigen Entgelten gibt es einen Effekt. Gut, aber unter dem Strich ist es so, dass wir dann tatsächlich einen Lohnfaktor ausrechnen, der zu einer negativen Rentenanpassung, Rentenkürzung führen würde, gäbe es die Rentengarantie nicht. Und zwar ist mal, wenn man nur die Faktoren anwendet, kommt man auf -1,7% West und -1% Ost. Da ist dann schon sozusagen die Angleichung Ost-West auch mit drin. Allerdings muss man sagen, wenn man das so umsetzen würde, dann wäre schon das Rentenniveau im Jahre 2021 von 48% unterschritten. Also da wäre dann schon die Haltelinie gefährdet. Wenn man das jetzt auch noch berücksichtigt, könnte man allenfalls um 0,5% sozusagen zurückgehen. Aber es gibt ja die Rentengarantie und die sorgt dann dafür, dass es keine Rentenkürzung gibt, sondern dass die Renten dann auf dem Stand vom Vorjahr bleiben. Ja, ich hoffe, das war nachvollziehbar. Ja. Vielen Dank. Als nächstes Professor Werding. Ja, wir sind ja noch im Jahr 2020. Entsprechend unübersichtlich ist die Lage natürlich. Ich habe jetzt im Grunde seit dem Frühsommer alle aktualisierten Projektionen, Prognosen verfolgt, die zu diesem Thema von verschiedenster Seite veröffentlicht wurden. Anfangs wurde man da, ja, gab es im Grunde die zunehmende Befürchtung eines stärkeren Einbruchs, die dann zum Frühherbst hin korrigiert wurde. Also wenn Herr Fiebrock jetzt den Stand, Projektionsstand September nennt, dann ist das wahrscheinlich schon wieder etwas optimistischer, als es im Monat davor, in den Monaten davor war. Ich habe im Laufe der Zeit registriert, Voraussagen, Projektionen, Prognosen, die Rückgänge der Arbeitnehmerentgelte, je Arbeitnehmer zwischen 1 und sogar etwas über 2% vorhergesagt haben. Ich gehe allerdings auch davon aus, dass die Zahlen von September momentan schon wieder revisionsbedürftig sind. Alle Prognosen, die zunächst mal einen immer heftigeren Einbruch im zweiten Quartal, der im ersten dann beginnt, mit berücksichtigt haben, gingen dann davon aus, dass eigentlich ab dem dritten Quartal im Laufe dieses Jahres eben schon wieder eine Erholung einsetzt. Und ich bin momentan nicht ganz so sicher, ob das dann wirklich bis zum Ende des Jahres sich wirklich schon so günstig wieder entwickelt, wie man noch im Spätsommer, im frühen Herbst erwartet hat. Das heißt, wir müssen also fest damit rechnen, ohne dass ich Ihnen jetzt eine fixe Zahl sagen kann, dass sich bei den Berechnungsgrundlagen für die Rentenanpassung 2021 ein Rückgang, zumindest ein statistisch gemessener Rückgang der relevanten Löhne, Bruttolöhne und Gehälter ergibt, sodass die Schutzklausel greift und dementsprechend dann also auch die Renten wahrscheinlich nominal konstant bleiben gegenüber dem Stand von 2020. Vielen Dank, Professor Werding. Frank Heinrich. Dankeschön. Ich wollte mich direkt daran nochmal anschließen bei Ihnen, Professor Dr. Werding, und auch an die BDA, denn Alexander Gunkel. Einmal unterstellt, als Propheten können wir Sie nicht gebrauchen. Das ist ja, das ist nie Ihre Kompetenz. Trotzdem müssen wir oft auf Sicht fahren. Einmal unterstellt, die Situation ist weit schlimmer als das, was wir jetzt auf Sicht wahrnehmen können. Weil nämlich zum Beispiel die Pandemie eine zweite, dritte, vierte Welle hat und der Impfstoff lange Zeit noch wird uns nicht zur Verfügung stellt. Und das wirkt sich natürlich auf den Arbeitsmarkt und das Lohngefüge aus. Wie würde sich das auf den kommenden Rentenanpassungen auf das Rentenniveau auswirken? Und in Anlehnung an die Vorgängerregelungen, zu welchem Zeitraum oder Zeitpunkt sollte das zu einem Ausgleich führen? Und möglicherweise wie zeitversetzt. Vielen Dank. Herr Gunkel. Also unterstellt, Löhne und Arbeitsmarkt blieben im kommenden Jahr gegenüber dem laufenden Jahr unverändert und die Erholung würde erst danach einsetzen, dann käme es nach geltendem Recht im kommenden Jahr zunächst zu einer Nullrunde auf der Grundlage der Informationen, die Herr Fiebrock gerade gegeben hat. Jedenfalls im Westen, im Osten käme es ja trotzdem zu dieser Anpassungstreppe von 0,7%. Das Rentenniveau würde dann im kommenden Jahr steigen, schon weil die Renten trotz der Nullrunde ganzjährig höher ausfielen als die Löhne, weil jedoch die Rentenanpassung dieses Jahr wirkt. Das Rentenniveau
Niveau bliebe dann auch auf mehrere Jahre hin erhöht. Nicht zuletzt auch deshalb, weil dann 2022 oder 2023 der Rentenversicherungsbeitragssatz steigen wird, also das verfügbare Einkommen der Beschäftigten sinkt. Das Rentenniveau würde sich dann also mehrere Jahre etwas nach oben entwickeln, würde dabei im Zuge der demografischen Entwicklung dann, weil der Nachhaltigkeitsfaktor ja grundsätzlich weiter gilt, sofern das Rentenniveau von 48% nicht unterschritten wird, würde sich das Rentenniveau dann etwas nach unten bewegen, allerdings nie 48% bis 2025 unterschreiten. Und zu Ihrer Frage, wann der Ausgleichseffekt nachgeholt werden sollte, wir meinen, dass das Nachholen der unterbliebenen Rentendämpfungen da bei der nächsten möglichen Rentenerhöhung stattfinden sollte. Das könnte dann gegebenenfalls auch erst 2023 sein. Nach aktuellem Stand wäre es aber, wie gesagt, wenn man die aktuelle Lohngehaltsentwicklung und die Arbeitsmarktentwicklung unterstellt, bereits 2022. Vielen Dank. Professor Werding. Ja, man kann natürlich kurz überlegen, was es bedeuten soll, dass die Entwicklung weiterhin sehr schwierig bleibt. Das könnte bedeuten, dass die Löhne konstant niedrig bleiben im Durchschnitt oder dass sie sogar noch weiter sinken. Das hätte jeweils unterschiedliche Konsequenzen. Wenn Sie einfach ungünstig nach der Schrumpfung 2019 auf 20 niedrig blieben, dann würde man im Zeitablauf zumindest eines sehen, das Rentenniveau, das wir ja auch irgendwie nur so mit Mühe zeitnah ermitteln können, eigentlich immer halb im Rückblick, das würde dann, dieses Jahr zum Beispiel ist es ja auf 48,2% festgestellt worden und das hat bei sinkenden Löhnen mit der momentanen Realität nichts viel zu tun. Nicht das Absinken der Löhne in diesem Jahr wird dabei ignoriert. Würden die Löhne jetzt konstant bleiben auf diesem verringerten Niveau, dann würde nächstes Jahr zumindest schon mal deutlicher, dass das Rentenniveau, weil dann das Absinken von 19 auf 20 endlich berücksichtigt würde bei der vorläufigen Berechnung des Rentenniveaus oder beim Versuch, zeitnah ein Rentenniveau zu berechnen. Das würde dann zumindest schon mal deutlicher, dass das Rentenniveau eigentlich ja doch erhöht ist, im Grunde ja schon in diesem Jahr. Und wenn die Löhne noch weiter sinken würden, müsste im Grunde dann einfach auch nochmal die Schutzklausel greifen und es müsste ein erhöhter Ausgleichsbedarf festgestellt werden, den man dann entsprechend zeitversetzt, immer dann, wenn die Löhne wieder steigen. Das ist ja die Grundidee gewesen bei der Regelung für diesen Ausgleichsbedarf und den Nachholfaktor, das wieder umzusetzen. Man muss aus heutiger Sicht da einfach, denke ich, in Varianten denken. Ich mache regelmäßig Vorausberechnungen für die finanzielle Entwicklung des Rentensystems und es ist nach wie vor, selbst bei verschiedenen Szenarien mit einer schnellen Erholung, mit einer langsamen Erholung der Löhne so, dass ich bei Anwendung des geltenden Rechts, das heißt ohne Nachholfaktor. Herr Professor Werding, kommen Sie langsam zum Schluss? Ich komme sofort zum Schluss. Die Haltelinie, die wir bei 48% gezogen haben, bis 2025 nicht verletzt wird. Und wenn man den Nachholfaktor in Kraft setzt, dann kommt es auf genauere Details, Steigerungsraten einzelner Jahre an, ob es eng wird mit den 48% oder nicht. Vielen Dank, Professor Werding. Sie können ja die Uhr nicht sehen, aber die war schon auf Null. Das ist aber völlig verständlich. Damit sind wir am Ende der Fragerunde der CDU-CSU-Fraktion angelangt und kommen jetzt zur Fragerunde der SPD-Fraktion. Und da hat sich als erstes der Kollege Ralf Kapschak gemeldet. Herr Kapschak. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Meine Frage geht an Herrn Geier, an den VdK und an den DGB in dieser Reihenfolge. Der Antrag, den wir heute beraten, ist ja überschrieben, Corona-Krise generationengerecht überwinden. Wie bewerten Sie das Argument, eine Wiedereinführung des Nachholfaktors sei generationengerecht? Vielen Dank, Herr Kapschak. Herr Geier als erstes. Ja, das ist erstmal ein unbestimmter Begriff, deswegen ist die Frage gar nicht so leicht zu beantworten. Also der ist leicht hingeschrieben, allerdings sind Gerechtigkeitsvorstellungen in der Regel davon abhängig, was für ein Gerechtigkeitsmaßstab hinter dieser Gerechtigkeitsvorstellung steht. Und deswegen bleibt es hier eigentlich nur dabei, dass man spekulieren kann, was die FDP darunter versteht. Der Gerechtigkeitsbegriff der FDP wird sich vermutlich unterscheiden von dem Gerechtigkeitsbegriff beispielsweise der Gewerkschaften. Deswegen ist es besser, glaube ich, so einen Begriff konkreter auszuführen, was man damit meint. Ich kann hier nur spekulieren, dass hier auf eine gleichmäßige Belastung durch die Corona-Krise zwischen Rentnerinnen, Beitragszahlern und Steuerzahlern hingewiesen wird. Das ist allerdings auch wieder eine sehr schwierige Größe, weil wir diese Belastung natürlich heute überhaupt noch nicht gut abschätzen können. Der Nachholfaktor ist dabei aus meiner Sicht, wenn überhaupt, nur ein kleiner Bestandteil. Man darf ja auch nicht vergessen, dass die Rentnerinnen und Rentner durch die ausfallende Rentenerhöhung nächstes Jahr und auch als Steuerzahlerinnen und Steuerzahler an den Kosten der Krise
beteiligt werden. Vielen Dank. Als nächstes Herr Beutler-John. Beutler-John? Ja, ich möchte mich dem anschließen und möchte noch ergänzen, dass auch schon aktuell viele Rentnerinnen und Rentner, die angewiesen sind auf Minijobs für ihren Lebensunterhalt, durch die Krise diesen verloren haben und vermehrt auf Grundsicherung im Alter angewiesen sind und somit schon jetzt mit den Folgen der Corona-Pandemie darunter zu leiden haben. Und man darf nie vergessen, dass alle Leistungskürzungen im Rahmen der Rentenanpassungsformel durch die Dämpfungsfaktoren auch den zukünftigen Generationen nicht zugutekommen und jetzt anhand des Nachholfaktors einen großen Generationenkonflikt hervorzubeschwören, dient der Sache nicht. Zumal auch eine Umfrage von Infratest DIMAP zeigt, 3/4 der jungen Menschen zahlen lieber mehr Beiträge und haben dafür eine gute gesetzliche Absicherung im Alter. Vielen Dank, Herr Beutler-John. Und als letztes in dieser Runde Herr Schäfer. Ne? Ja, ich kann mich dem tatsächlich auch anschließen, dass die FDP offen lässt, was sie unter Generationengerechtigkeit verstehen will. Aufgrund der konkreten Forderungen und ihrer sonstigen Positionen geht es hier offensichtlich ausschließlich darum, den Beitragssatz zur gesetzlichen Rentenversicherung möglichst weit abzusenken. Und in diesem Sinne teilen wir natürlich als Gewerkschaft nicht die Position der FDP, weil aus unserer Sicht Generationengerechtigkeit insgesamt zu kurz springt, weil man muss Gerechtigkeit und Verteilungsfragen breiter sehen, auch innerhalb der Generationen zwischen Unternehmern und Beschäftigten, zwischen Armen und Reichen und vielen weiteren Dimensionen, die dort existieren, die von der FDP hier ausgeblendet werden. Zumal, wenn man sich das guckt, das hat Herr Beutler-John auch schon zu Recht angesprochen, die Forderung der FDP führt dazu, dass langfristig das Rentenniveau und die ausgezahlten Renten für alle dauerhaft niedriger sind als nach geltendem Recht. Diese Kürzung beläuft sich dann so weit, dass am Ende die Beschäftigten rund 9.000 Euro zusätzlich privat sparen müssten, um diese Lücke, die durch den Nachholfaktor gerissen wird, auszugleichen. Das heißt, die FDP fordert die Beschäftigten, wenn ich über 45 Jahre mit 1% Realzins rechne, dazu auf, um jeden Monat im Durchschnitt 20 Euro zusätzlich zu sparen. Dafür werden aber auf der anderen Seite die Unternehmer entlastet, weil der Beitragssatz zur gesetzlichen Rentenversicherung sinkt. Der Gesamtbeitragssatz, wenn ich die beiden Systeme zusammenrechne, ändert sich fast gar nicht. Und das heißt, die Generationengerechtigkeit der FDP führt dazu, dass die Beschäftigten belastet werden, die Rentner niedrigere Renten bekommen und die Unternehmer entlastet werden. Und an diesem Punkt können wir natürlich nicht mitgehen. Vielen Dank. Nächste Frage von Frau Schmidt. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Meine Frage richtet sich auch an den VdK, Herrn Dr. Beutler-John, den DGB, Herrn Ingo Schäfer und Herrn Dr. Geier. Wie bewerten Sie die Sinnhaftigkeit der Wiedereinführung des Nachholfaktors vor dem Hintergrund der von der Rentenkommission verlässlicher Generationenvertrag empfohlenen Haltelinien für das Rentenniveau? Vielen Dank, Frau Schmidt. Herr Beutler-John. Zunächst einmal möchte ich noch mal klarstellen, der Nachholfaktor wurde deaktiviert bis 2025 und zwar offen und bewusst, nicht heimlich, wie das immer behauptet wurde. Und er wurde deshalb eben deaktiviert, damit die Niveaugarantie im Nachhinein teilweise nicht wieder einkassiert wird. Und wenn nun auch 2026 eine weitere Haltelinie gezogen werden soll, entsprechend der Rentenkommission, dann muss auch hier eben eine entsprechende Formel geschaffen werden, damit das Niveau, das da festgelegt wird, nicht wieder im Nachhinein einkassiert wird, diese Niveaustabilisierung. Aus unserer Sicht müsste das Rentenniveau dauerhaft bei mindestens 50% liegen, damit die Legitimität und Akzeptanz in die gesetzliche Rentenversicherung für alle Generationen gestärkt wird. Vielen Dank, Herr Schäfer. Ja, dem können wir uns anschließen und ergänzend würden wir noch gerne darauf hinweisen, der Nachholfaktor ist originäres Auswuchs, das hat Herr Fiebrock schön dargestellt, des Beitragssatzdogmas, wie es Anfang der Nullerjahre in der gesetzlichen Rentenversicherung eingeführt worden ist. Damals hat man den Nachholfaktor nachträglich erfunden, um unterlassene Rentenkürzungen nachzuholen, weil man in perspektivischer Betrachtung befürchtete, dass das Beitragssatzziel gefährdet werden könnte. Das ist der einzige Existenzgrund des Nachholfaktors. Und damit widerspricht er systemisch der neuen Idee von doppelten Haltelinien,
in denen nicht mehr der Beitragssatz das alleinige Ziel ist, dem sich alles unterzuordnen hat, sondern in dem zwei gleichwertige Ziele, nämlich Rentenniveauziel und Beitragssatzziel, nebeneinander stehen und einem solchen System, wie die Kommission es auch vorgeschlagen hat, ist ein Nachholfaktorsystem fremd und stört sozusagen diese Grundarchitektur eines solchen Systems und würde da nicht reinpassen. Vielen Dank, Herr Schäfer. Herr Geier. Ja, also die Kommission verlässt hier Generationenvertrag, hat ja vorgeschlagen, Haltelinien für Beitragssatz und Niveau für die kommenden 7 Jahre regelmäßig dann festzulegen. Und diese Linien sollten dann unter den jeweiligen Umständen immer wieder erneuert werden. Und als eine Haltelinie für das Niveau ist ein Korridor formuliert in den Empfehlungen zwischen 44% und 49% des Sicherungsniveaus. Wenn man das tatsächlich so festlegt, dann braucht man, glaube ich, keinen Nachholfaktor, wie wir ihn jetzt heute diskutieren, mehr, weil nach heutigem Rechtsstand das Niveau nach 2025 sowieso eher sich negativ entwickeln wird. Und diese Haltelinien sollen ja gerade die Wirkung der Dämpfungsfaktoren, die dann wirksam werden, insbesondere der Nachhaltigkeitsfaktor, begrenzen. Also das heißt sozusagen, da ist sowieso die Welt der Haltelinie eigentlich die dominierende. Man könnte jetzt überlegen, ob der aktuelle Fall nicht in gewisser Weise ein Präzedenzfall, eine Besonderheit ist, weil wir es tatsächlich mit einem sinkenden Durchschnittslohn zu tun haben. Also das hatten wir bei der Finanzkrise und jetzt zum zweiten Mal, seitdem es die Rentenversicherung in der Form überhaupt gibt. Ja, vorher ist es nie vorgekommen. Deswegen glaube ich, für diesen Spezialfall könnte man überlegen, ja, ob man dieses Volumen in Kombination mit den Haltelinien in irgendeiner Weise verrechenbar macht. Aber aus meiner Sicht ist es halt ein sehr spezieller Fall und macht die Rentenanpassungsformel sehr, sehr kompliziert. Und ich glaube, die quantitative Bedeutung von diesem Spezialfall sollte man auch nicht überschätzen. Und da wäre ich eher dafür, in die Richtung zu überlegen, die Rentenanpassung generell zu vereinfachen und auch bei den Statistikkomponenten darauf hinzuwirken, dass diese Fälle, wie wir sie jetzt haben, reduziert werden, wenn es nicht möglich ist, sogar solche Fälle auszuschließen, durch eine bessere Statistikanbindung der rentenwertbestimmenden Größen. Vielen Dank, Dr. Geier. Als nächstes für die SPD-Fraktion wieder Herr Kapschak. Ja, ich bleibe bei Herrn Dr. Geier. Wir wollen es nicht komplizierter machen, als es eh schon ist. Deshalb eine ganz einfache Frage. Welche Bedeutung hat die gesetzliche Rentenversicherung für die Wirtschaftsentwicklung in der Konjunkturkrise? Dr. Geier. Ja, klingt einfach. Also grundsätzlich die einfachste Antwort darauf ist natürlich, dass die Rentenversicherung so eine Art automatischer Stabilisator ist, der den Konsum stabilisiert, weil sie antizyklisch eben ausgezahlt wird und die Menschen weiter Geld ausgeben können und auch in Zeiten des Konjunktureinbruchs. Was allerdings eine Besonderheit ist, in der aktuellen Krise kommt dieser Effekt noch nicht so richtig zur Geltung, weil wir ja in großen Teilen eine Angebotsverknappung haben und die Menschen können ihr Geld nicht ausgeben. Wir hatten eine Sparquote im zweiten Quartal, ich glaube, von über 20%, das war auch historisch hoch. Die günstigen Effekte der Rentenanpassung dieses Jahr werden sich sozusagen erst in der hoffentlich bald folgenden Erholung dann auszahlen. Aber dann hat das natürlich einen wichtigen Impuls für die Konjunkturerholung. Vielen Dank. Als nächstes Frau Schmidt wieder. Ja, vielen Dank. Meine Frage richtet sich an den VdK und an den DGB und ist die aus Ihrer Sicht die prognostizierte Nullanpassung im Jahr 2021 vor dem Hintergrund der Auswirkungen der Covid-19-Pandemie aus Ihrer Sicht angemessen, vor dem Hintergrund, was Sie eben gesagt haben? Vielen Dank, Frau Schmidt. Herr Beutler-Bohn. Also wie bereits gesagt, leisten durch diese Nullanpassung die Rentnerinnen und Rentner schon ihren Beitrag in der Pandemie. Man muss ja auch sehen, der aktuelle durchschnittliche Zahlbetrag bei den Renten in Deutschland ist jetzt auch im internationalen Vergleich, man muss nur über die Grenze nach Österreich blicken, jetzt nicht übermäßig groß. Also das heißt, die Deutschen, auf was für einem Niveau sich die Anpassungen sowieso bewegen, muss in einem Gesamtzusammenhang gesehen werden.
ganz wichtig war eben die Einführung der Schutzklausel, dass es durch diese Dämpfungsfaktoren nicht zu Minusanpassungen kommen kann. Aber aus unserer Sicht liegt da schon der grundlegende Fehler, dass es überhaupt diese Dämpfungsfaktoren gibt. Aus unserer Sicht müssten diese komplett gestrichen werden. Und damit langfristig mehr Akzeptanz und Vertrauen in die gesetzliche Rentenversicherung geschaffen werden, die das Rentenniveau dauerhaft bei 50% stabilisiert werden. Vielen Dank, Herr Schäfer. Ja, also die Nullanpassung im nächsten Jahr ergibt sich, wenn man diese Sachen eigentlich genau betrachtet, wie Herr Viehbrock das schon ausgeführt hat, durch einen statistischen Effekt in der volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung der Lohnermittlung durch die VGR und hat nichts mit einer tatsächlichen Lohnrückgang in diesem Umfange zu tun. Würden die Menschen alle arbeitslos statt in Kurzarbeit zu gehen, würden wir die Diskussion hier nicht führen, weil Arbeitslose nicht in die VGR-Statistik eingehen und der Durchschnittslohn dadurch nicht sinken würden. Das heißt, eine konjunkturell und arbeitsmarktpolitisch sinnvolle Maßnahme der Kurzarbeit führt dazu, dass wir eine relativ absurde Diskussion in der gesetzlichen Rentenversicherung mittlerweile führen. Denn die eigentlich maßgeblichen Löhne, die beitragspflichtigen Löhne der versicherungspflichtigen Beschäftigten, hat Herr Viehbrock auch aufgeführt, die werden dieses Jahr voraussichtlich um 1,7% Pi mal Daumen steigen. Inklusive der Dämpfungsfaktoren, selbst wenn die negativ wirken, würden sich danach eine positive Rentenanpassung noch ergeben. Jedenfalls wäre eigentlich eine Umstellung oder ein Absehen von den VGR-Entgelten, findet außerhalb dieser volkswirtschaftlichen Statistik, findet gar kein Lohnrückgang statt. Insofern ist tatsächlich die Frage, ob die Nullrunde eigentlich angemessen ist, zumal sie mit einer übermäßigen Anpassung in 22 zurückgeholt werden würde. Die eigentlich unterlassene Rentenanpassung würde 22 zusätzlich obendrauf kommen. Das heißt, wir lösen hier durch einen Statistikeffekt eine Pendelbewegung aus, die auch kaum noch erklärlich ist den Menschen und zu solchen relativ absurden Debatten führen, wie wir sie jetzt machen, die angeblich nämlich die Beschäftigten nächstes Jahr übervorteilt würden, obwohl eigentlich die Renten hinter der Lohnentwicklung zurückbleiben werden. Vielen Dank, Herr Schäfer. Eine weitere Frage noch von Herrn Kapschak. So ist es und die geht an VdK und DGB. Finden Sie es sachgerecht, dass die Rentenanpassung im Osten voraussichtlich rund 0,7 Prozentpunkte betragen wird und damit der aktuelle Rentenwert Ost auf die gesetzlich festgelegte vierte Angleichungsstufe von 97,9% des Westwerts angehoben wird, auch wenn im Westen eine Nullrunde stattfindet? Vielen Dank, Herr Kapschak. Herr Beutler-Bohn. Aus Sicht des VDKs ist das absolut sachgerecht. Es ist jetzt nach dieser langen Zeit der Wiedervereinigung nicht mehr vermittelbar, warum Ost und West bei den Rentenwerten nach wie vor sich unterscheiden. Deshalb begrüßt der VDK die Zielrichtung des Entwurfs des Rentenüberleitungsabschlussgesetzes ausdrücklich, dass bis 2025 nun die Anpassung verwirklicht wird. Und aus diesem Grund müssen entsprechend auch bei Nullrunden im Westen, im Osten entsprechende Erhöhungen stattfinden. Deshalb gibt es auch dazu überhaupt keine Alternative und ist absolut sachgerecht. Vielen Dank, Herr Beutler-Bohn. Herr Schäfer. Ja, auch wir würden sagen, selbstverständlich. Es wäre absurd, dieses Versprechen, was vor gerade mal 2 Jahren abgegeben worden ist, jetzt gleich wieder sozusagen an die Wand zu nageln und abzuschaffen. Das würde keinerlei Vertrauen schaffen, sondern es gab ein langes Ringen darum, diesen Kompromiss zu finden, der ja auch keineswegs alle bevorzugt, weil ganz ehrlicherweise die Ostbeschäftigten durch die Angleichungsprozesse sogar Nachteile erfahren für die Zukunft. Insofern sollte man aber jetzt nicht wieder in weiteren Aktionismus verfallen und getroffene Vereinbarungen wieder zurücknehmen und den Leuten die Sicherheit geben, dass das Recht an der Stelle jetzt auch gilt. Vielen Dank, Herr Schäfer. Frau Schmidt, eine Frage hätten wir noch. Muss aber nicht sein. Also ist jetzt wunderbar. Dann sind wir am Ende der Fragerunde der SPD-Fraktion angelangt und kommen jetzt zur Fragerunde der AfD-Fraktion. Da hat sich Herr Kleinwächter gemeldet. Herr Kleinwächter, Sie haben das Wort. Ja, vielen Dank, Herr Dr. Bartke. Meine erste Frage geht an den Herrn Dr. Viehbrock, bitte, von der Deutschen Rentenversicherung. Und zwar hatte Herr Schäfer ja gerade den Statistikeffekt kritisiert, der in der volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung auftritt. Und Sie selbst hatten entsprechende Prozente genannt. Könnten Sie bitte noch mal erklären und wirklich genau auch im Verhältnis erläutern, welchen Einfluss die Lohnentwicklung nach volkswirtschaftlicher Gesamtrechnung eben kurzfristig auf die Rentenanpassungen hat und inwieweit mittelfristig dann wieder eine Korrektur nach den beitragspflichtigen Entgelten
gelten nach der versicherten Statistik DAV erfolgt. Und teilen Sie die Auffassung, dass das eventuell eine ungerechte Art der Verrechnung ist, bei der man Anpassungen vornehmen müsste? Vielen Dank, Herr Kleinwächter. Dr. Viehbruck. Also ich versuche es mal zu erklären. Wir sprechen hier über den Lohnfaktor in der Rentenanpassungsformel. Also ich will gerne zugestehen, dass es sich um einen sehr komplizierten Zusammenhang handelt. In diesen Lohnfaktor gehen zwei unterschiedliche Entgelte ein. Und zwar zum einen Durchschnittslöhne nach den volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen, davon haben wir gesprochen. Und zum anderen Durchschnittslöhne, die direkt aus der Statistik der Deutschen Rentenversicherung Bund kommen. Es ist so, dass die beitragspflichtigen Löhne aus unserer Statistik immer ein Jahr hinterherhängen. Das ist eine Vollerhebung, da werden alle Löhne berücksichtigt und die kommen aus den Meldungen der Arbeitgeber, müssen aufwendig geprüft werden und gehen dann sozusagen, werden dann festgestellt erst zum Jahresende. Auch im Moment gerade kennen wir die beitragspflichtigen Löhne des Jahres 2019 nicht. Und deshalb wird das in der Rentenanpassungsformel so gemacht, dass zunächst immer die VGR-Löhne, also die Löhne aus den volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen, verwendet werden. Und ein Jahr später wird immer der Unterschied zwischen den VGR-Löhnen und den beitragspflichtigen Löhnen, der wird dann ausgeglichen durch einen besonderen Faktor, den nennen die Fachleute Beta-Faktor, das kennt sonst niemand, aber das ist dieser Ausgleichsfaktor, mit dem immer sichergestellt wird, dass langfristig die Löhne sich entwickeln analog zu den beitragspflichtigen Löhnen. Es ist nur immer im letzten Jahr spielen dann die VGR-Löhne noch eine Rolle. Also nachträglich wird immer alles ausgeglichen. Bei der Rentenanpassung 2025 war dieser sogenannte Beta-Effekt, der war relativ gering, ganz klein. Also hier sozusagen spielten dann die VGR-Löhne die entscheidende Rolle. Da gab es keinen großen Unterschied. Es gab in einigen Jahren 0,5% mehr, tatsächlich eine höhere Lohnentwicklung bei den beitragspflichtigen Löhnen. Das hat dann auch zu höheren Rentenanpassungen in den vergangenen Jahren geführt. Und also im Moment, gerade bei der aktuellen Rentenanpassung ist das nicht so spürbar, aber es gehen halt, wie gesagt, beide ein und langfristig setzen sich immer die beitragspflichtigen Entgelte durch. Vielen Dank, Herr Kleinwächter. Vielen Dank. Eine Frage an Frau Cox-Kemper, bitte. Welche Auswirkungen sehen Sie in der Corona-Krise auf die beitragspflichtigen Entgelte? Ist da tatsächlich ein Absinken kurz-, mittel- und langfristig zu erwarten? Frau Cox-Kemper. Ja, vor dem momentan, also das wurde ja schon von meinen Vorrednern auch erwähnt, momentan ist es sehr schwer abzuschätzen, was die Krise denn jetzt in Zukunft noch machen wird. Wie sieht es aus mit zweiten Wellen? Was passiert einfach in den nächsten Jahren? Deswegen haben wir in unseren letzten Berechnungen, sind wir tatsächlich noch von keinen steigenden beitragspflichtigen Löhnen ausgegangen, sondern dann eben von leicht sinkenden, allerdings sehr leicht sinkenden im Vergleich zu den VGR-Löhnen, was dann entsprechend in unseren Berechnungen die Effekte macht. Allerdings, wie gesagt, das sind dann Berechnungen, je nachdem, wie man sie angleicht in Zukunft und was man sehen wird, ist das eigentlich dieser Nachholfaktor immer eine Rolle spielen wird, wenn wir eine entsprechende Krise haben, im Zusammenhang auch mit den VGR-Löhnen. Vielen Dank, Frau Kochskemper, Herr Kleinwächter. Und wieder an Herrn Dr. Viehbruck, bitte. Was wären die Folgen bei einer Reaktivierung des Nachholfaktors? Also angenommen, man würde das umsetzen, was gefordert ist. Mit Blick auf die bis 2025 bestehenden Haltelinien, können Sie das bereits voraussagen, differenzieren? Und vor allem auch, Sie haben ja auch in Ihrer Stellungnahme sehr umfangreich beschrieben, dass es manchmal eine Überschreitung, manchmal eine Unterschreitung der Haltelinie gibt. Wie hoch schätzen Sie denn eigentlich den Verwaltungsaufwand bzw. die Verwaltungskosten
ein bei diesen Berechnungen, bei der Anwendung des Nachholfaktors oder bei der Auslassung und eben auch die Verwaltung dieser Haltelinien, die dann eingehalten werden müssen. Vielen Dank, Herr Kleinwächter. Dr. Viehbruck. Ja, wie wir auch versucht haben, in unserer Stellungnahme darzustellen, hängen die Effekte tatsächlich sehr stark davon ab, welche, ich sag mal, Vorrangregel oder Vorfahrtregel man da jetzt tatsächlich gelten lassen will. Und das betrifft sowohl schon den Aufbau von Ausgleichsbedarf, aber auch den Abbau von Ausgleichsbedarf. Also im nächsten Jahr, bei der Rentenanpassung ist es dann schon so, dass man beim Aufbau von Ausgleichsbedarf sich entscheiden muss, ob auch der Teil da eingehen soll, der wegen der Haltelinie 48% eigentlich gar nicht zum Tragen kommen sollte. Und umgekehrt ist es dann auch so, wenn Ausgleichsbedarf wieder abgebaut wird, also im Jahr 2022 wäre das dann der Fall, auch dann muss man sich fragen, was passiert denn dann eigentlich, wenn die Haltelinie unterschritten wird. Also nach unseren jetzigen Daten, die wir haben, wie gesagt, aus der September-Projektion der Bundesregierung, ist es so, dass die Haltelinie da schon auch beim Aufbau schon unterschritten würde aktuell, und so dass eigentlich im Prinzip, also wenn man die Haltelinie noch gelten lassen wollte, dürfte man statt dieser 1,7% eigentlich nur noch 0,5% aufbauen. Und umgekehrt ist es dann auch so beim Abbau wieder, dass man dann entsprechend auch mit der Haltelinie beim Rentenniveau kollidieren würde, so dass sich das dann über mehrere Jahre hinziehen würde. So, jetzt kommt es tatsächlich sehr, sehr genau darauf an, welche dieser Varianten man denn da jetzt eigentlich wählt. Und möglicherweise muss man ja auch noch sogar über sozusagen den aktuellen Rentenwert Ost nachdenken. Auch da gab es ja früher einen Nachholbedarf. Auch da muss man sich dann fragen, will man das noch oder will man das nicht? So, da gibt es jetzt so viele unterschiedliche Varianten, die man sich ausdenken könnte. Das ist wirklich schwer, definitiv eine Antwort zu geben darauf, wenn wir mal sozusagen die mildeste Variante nehmen, das wäre sozusagen, man lässt die Haltelinien unangetastet und nimmt nur immer das, was sozusagen jenseits der Haltelinien ist. Dann hätte man einen ungefähr einen Beitragssatzeffekt, der liegt so bei rund 0,2 Beitragssatzpunkten. Das Niveau würde dann 48 auf der Haltelinie landen, aber würde aber zwischenzeitlich natürlich während die Rentenanpassung mit Abbau von Ausgleichsbedarf deutlich niedriger. Aber es, wie gesagt, es hängt jetzt sehr stark davon ab, welche dieser Varianten man nimmt, und man müsste jetzt wirklich exakt abgrenzen, was man da jetzt eigentlich will. Was soll jetzt eigentlich Priorität haben, die Haltelinien oder soll sozusagen die Anbindung an die Lohnentwicklung der Priorität haben? Und das gibt es leider so viele Detailfragen, die man da klären müsste, dass ich mich nicht traue, da definitiv eine Antwort zu geben. Okay, vielen Dank, Herr Dr. Viehbruck. Herr Kleinwächter, eine kleine Frage hätten wir noch. Das machen wir. Und wir nehmen einfach das mal als Arbeitsauftrag an die Regierung mit, den wir dann entsprechend politisch prüfen können. Meine letzte Frage geht an Herrn Gunkel vom Arbeitgeberverband. Und zwar, wie stehen denn Sie denn zu dieser Frage der möglichen Kollision der Haltelinien und der Reaktivierung des Nachholfaktors? Und Sie haben ja selbst angesprochen, dass es einen hälftig wirkenden Nachholfaktor geben könnte. Könnten Sie diese Variante vielleicht noch mal erklären? Herr Gunkel, in 36 Sekunden können Sie das? Ich versuche es. Also der Gesetzgeber hat ja bislang vorgesehen, dass der Nachholfaktor, wenn er nicht ausgesetzt ist, so wirkt, dass die nicht erfolgten Rentendämpfungen jeweils hälftig dann nachgeholt werden. Das heißt nicht in vollem Umfang, sondern immer nur hälftig. Und das ist ein Verfahren, mit dem ja die Renten dann auch wieder etwas steigen können, auch wenn in der Vergangenheit ein hoher Nachholbedarf bestanden hat. Und wir halten es für vertretbar, dass man das auch in der Zukunft wieder so einführt. Und zu der anderen Frage, ja, wenn es einen Konflikt gibt zwischen Haltelinie und Nachholfaktor, dann ist der Gesetzgeber natürlich frei, wenn er die Haltelinie weiter festhalten will, dann den Haltelinien den Vorrang zu geben. Aber eine solche Regelung ließe sich natürlich treffen.
Vielen Dank, Herr Gunkel. Dank auch für die Kürze der Antwort, sodass wir in der Zeit geblieben sind. Damit sind wir am Ende der Fragerunde der AfD-Fraktion angelangt und kommen jetzt zur Fragerunde der FDP-Fraktion. Und da hat sich der Kollege Johannes Vogel gemeldet. Herr Vogel, Sie haben das Wort. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Meine erste Frage geht an Herrn Schäfer vom DGB. Herr Schäfer, sind Sie der Meinung, dass der Kanzlerkandidat der SPD, Olaf Scholz, einen Generationenkonflikt herbeiredet und ausschließlich die Position der Entlastung der Arbeitgeber und die Bedienung der Interessen von privaten Versicherungsunternehmen vertritt? Herr Schäfer, wir sind sehr gespannt auf Ihre Antwort. Ja, selbstverständlich würde Herr Heil das an dieser Stelle, glaube ich, oder Herr Scholz nicht so sehen. Aber Sie spielen ja darauf an, dass Sie in Ihrem Antrag sich darauf beziehen, dass die Renten den Löhnen folgen. Nur wenn Sie ehrlich sind, geben Sie natürlich zu, dass Sie das nur wollen jetzt in dem Zustand nach unten. Sie plädieren weiterhin für die Dämpfungsfaktoren und die FDP vertritt weiterhin die Auffassung, dass die Renten nicht in vollem Umfang den Löhnen nach oben folgen sollen. Insofern sind Sie nicht für eine symmetrische Formel, in der die Renten tatsächlich den Löhnen 1:1 folgen, sondern für eine Abkopplung und Sie möchten jetzt mit Ihrem Antrag durch den Nachholfaktor eine weitere Abkopplung gegenüber dem geltenden Recht verankern. Insofern ist der Vergleich, den Sie in Ihrem Antrag formuliert haben, an der Stelle aus unserer Sicht nicht sachgerecht. Okay, was ich will, das formuliere... Herr Vogel hat das Wort. Genau, was ich will, das formuliere ich lieber selbst und überlasse ich nicht Ihrer Interpretation. Aber richtig ist, dass das ist, was Sie uns unterstellt haben in Ihrer Stellungnahme. Und ich möchte hier nur noch mal darauf hinweisen, die Logik des zwingenden Zusammenhangs zwischen einer Rentengarantie und dem Nachholfaktor und dass das Bestandteil von Generationengerechtigkeit wäre, um die Definition haben wir eben gestritten. Herr Vogel, das ist eine Anhörung hier. Ja, ja, ich komme zu einer Frage, leite ich darüber. Die hat der damalige Arbeitsminister Olaf Scholz eingeführt, als er die Rentengarantie eingeführt hat. Und genau darum geht's. Ich würde das jetzt gerne mal im zweiten Schritt quantifizieren. Frau Kochskemper, vielleicht könnten Sie noch mal ausführen, welche kurzfristigen und mittelfristigen finanziellen Effekte bei allen Unsicherheiten, die wir haben, das hat aus Ihrer Sicht. Sie haben dazu ja auch ein öffentliches Gutachten gemacht. Das wurde ja in den Zahlen durchaus von dem einen oder anderen angezweifelt. Vielleicht führen Sie es noch mal in wenigen Minuten in Ihren Worten aus. Vielen Dank, Herr Vogel. Ich freue mich, dass ich noch die Kurve gekriegt habe. Frau Kochskemper. Ja, vielen Dank, Herr Vogel, für Ihre Frage. Nun, nochmal vorweggeschickt, also in unserem Gutachten, das wir erstellt haben, geht es tatsächlich um diese Folgen des Nachholfaktors und der Frage des Aussetzens des Nachholfaktors. Und wir haben gerechnet sogar noch im Sommer, also das heißt noch nicht zur Bekanntgabe der Zahlen im September, sondern auf Basis von Zahlen im Sommer. Und letztendlich handelt es sich hier um eine Simulation. Das ist klar, wir sind, wie viel vorhin das Wort, auch keine Propheten. Wir können nichts exakt vorhersagen, sondern wir können eben auf gegebenen Daten dann oder auf möglichen Daten, auf möglichen Entwicklungen eher Effekte abschätzen und eher sagen, was wäre wenn, um so einfach verschiedene Politiken zu vergleichen. Gut, und in unseren Berechnungen sind wir in so einem Szenario, das so eher einem mittleren Szenario entspricht von einem Artikel, der schon im Frühjahr veröffentlicht wurde von Herrn Börsch-Sopan. Ich denke, die meisten von Ihnen kennen diese Berechnungen auch und kommen hier tatsächlich auch dazu, dass eben der Nachholfaktor sowohl kurzfristig, in unserem Sinne kurzfristig bis ins Jahr 2025 wirkt oder einen Effekt hätte, würde er denn eingesetzt. Und zwar ist dort dann auch so, dass das Rentenniveau in unseren Berechnungen ohne Nachholfaktor dauerhaft etwas höher ist als mit einem eingesetzten Nachholfaktor. Und umgekehrt hat es eben auch Beitragssatzeffekte in unseren Berechnungen und damit dann eben aufgrund der Haltelinien schon wieder auch Auswirkungen auf die Steuermittel. Kurzfristig also aufgrund einfach der Krise Effekte oder sichtbare Effekte, wie gesagt, unter den gegebenen Annahmen. Aber wir haben eben auch weitergerechnet in die lange Frist aufgrund oder in unserem Simulationsmodell und sehen hier eben dauerhafte Effekte in diesen unterschiedlichen Szenarien. Also es ist das Niveau, von dem wir dann 2025 starten würden, ohne einen Nachholfaktor, ist eben für das Sicherungsniveau höher und für den Beitragssatz aber entsprechend auch. Das ist dann selbstverständlich eine politische Frage, wie man Ausgleichsmechanismen haben möchte in der Rentenversicherung.
aber eben sichtbar sind die Effekte. Vielen Dank, Frau Kochskemper. Herr Vogel. Vielen Dank. Nachfrage an Herrn Gunkel von der BDA. Sie gehen in Ihrer Stellungnahme von bereits bei 2022 Kosten oder zusätzlichen Kosten bei einer Nichtwiedereinführung des Nachholfaktors in zweistelliger Milliardenhöhe aus und schreiben, dass aus Ihrer Sicht das im Koalitionsvertrag festgelegte Ziel, die Sozialversicherungsbeiträge bei 40% oder nicht über 40% zu stabilisieren, damit nicht zu halten ist, wenn man den Nachholfaktor nicht wieder einführt. Bleiben Sie dabei? Ist das Ihre Aussage? Herr Gunkel, bleiben Sie dabei? Wir haben darauf verwiesen, dass im Jahr 2023, wenn der Nachholfaktor eingeführt wird, die Rentenversicherung einen Verlust in zweistelliger Milliardenhöhe haben wird und dass, wenn die wirtschaftliche Entwicklung so schlecht bleibt, wie sie ist, was ja jedenfalls nicht auszuschließen ist, es durchaus möglich ist, dass im Jahr 2022 bereits eine Beitragssatzanhebung erforderlich ist. Ob das so kommen wird, werden wir nicht, können wir heute nicht verlässlich beurteilen. Das ist aber möglich und deshalb sagen wir auch, es muss in dieser Legislaturperiode darüber entschieden werden, weil nämlich die Frage dann relevant sein kann für die Beitragssatzfestlegung, die im Herbst nächsten Jahres zu erfolgen hat für das Jahr 2022. Insofern ist das eine Frage, die jetzt dringlich ist. Ich sehe offen gestanden nicht, wie das von der Koalition zu Recht genannte Ziel, dass die Sozialversicherungsbeiträge 40% nicht überschreiten sollen, gehalten werden soll, wenn nicht zumindest auch der Nachholfaktor wieder eingeführt wird. Vielen Dank, Herr Vogel. Vielen Dank. Meine nächste Frage wäre an Herrn Professor Werding und an die Deutsche Rentenversicherung. Es wird hier ja in der Debatte ein Stück weit versucht, von der Koalition postulierte Ziel der Haltelinien und die Wiedereinführung des Nachholfaktors sozusagen in Widerspruch zu bringen. Wir sehen ja in vielen Simulationsrechnungen, dass das nicht zwingend ist. Ich würde noch mal fragen an die DRV. Sie haben darauf hingewiesen, welche Parameter an Vorrangregeln man dann entscheiden müsste. Aber Frage an Sie, der Gesetzgeber könnte das ja entscheiden, korrekt? Das heißt, es wäre möglich, den Nachholfaktor wieder einzuführen und trotzdem an den Haltelinien festzuhalten. Und an Herrn Werding dieselbe Frage, weil Sie so eine Lösung auch in Ihrer Stellungnahme andeuten, wenn ich es richtig verstanden habe. Wer als Erster? Herr Viehbruck? Gerne zuerst, Herr Viehbruck. Herr Viehbruck. Ich will gerne bestätigen, dass man sicherlich eine technische Lösung finden würde. Die Haltelinien nicht zu tangieren, indem man jetzt immer nur die Teile in den Nachholfaktor aufnimmt oder den Ausgleichsbedarf aufnimmt, die jenseits der Haltelinien sind. Das gilt sowohl beim Aufbau als beim Abbau. Dadurch würde man aber die sowieso schon extrem intransparente Rentenanpassungsformel noch ein Stückchen weiterhebeln, dass wirklich kaum noch jemand verstehen würde, was da passiert. Man kann jetzt verschiedene andere Möglichkeiten nehmen. Also entweder es gab schon den Vorschlag im Jahr sozusagen beim Rentenversicherung, bei der Einführung des Nachholbedarfs, RV-Altersgrenzenanpassungsgesetz, hatte der Verbund schon vorgeschlagen, dass man also in solchen Fällen vielleicht dann doch mal dazu übergehen sollte, einfach diskretionäre Anpassungen zu machen und jedes Jahr zu gucken, ob man dann sozusagen neu zu berechnen, was man da jetzt machen muss. Man kann schlechterdings gerade in solchen Krisenzeiten nicht jede Konstellation, die in der Zukunft auftreten könnte, dann tatsächlich in so einem Gesetz abbilden. Da muss man vielleicht auch darauf vertrauen, dass der Gesetzgeber dann von Fall zu Fall entsprechende Entscheidungen trifft. Es gibt auch noch die andere Möglichkeit, sozusagen das nachträglich zu machen. Das war ja 2006, 2004 auch so, dass in der Zeit, solange dieser Riester-Faktor galt, der Nachholbedarf ausgesetzt war. Und dann hat man dann hinterher geguckt, wie groß ist der denn eigentlich und hat es dann angewandt. Das wäre ja auch noch eine Variante, über die man nachdenken könnte, wenn man das will. Der Nachholfaktor verändert natürlich das Rentenniveau, das ist gar keine Frage, jedenfalls in den meisten Konstellationen. Und letzten Endes kriegt man dann ein höheres oder ein niedrigeres Rentenniveau heraus und entsprechend müsste man sich jetzt auch entscheiden, sozusagen, welche Verteilung man da jetzt anstrebt und welche nicht.
Vielen Dank, Herr Fiebrock. Leider kommt Professor Werding nicht mehr dran. Die Redezeit ist zu Ende. Freie Damit Runde. Sind wir am Ende der Befragungsrunde der FDP-Fraktion angelangt und kommen jetzt zur Fragerunde der Fraktion Die Linke. Der Kollege Matthias Birkwald hat das Wort. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ja, meine erste Frage geht an Herrn Schäfer mit Blick auf den kleinen Disput, den Sie eben mit Herrn Vogel hatten, will ich Sie noch mal Folgendes fragen. Die FDP-Kolleginnen und Kollegen stilisieren sich ja in ihrem Antrag zur Retterin des Prinzips, die Rente folgt den Löhnen. Deswegen frage ich Sie, wie hoch wäre denn der aktuelle Rentenwert heute ohne die Wirkung der beiden euphemistisch genannten Dämpfungsfaktoren, also der beiden Kürzungsfaktoren in der Rentenanpassungsformel, Nachhaltigkeitsfaktor und Beitragssatzfaktor? Mit anderen Worten, wenn die Rente seit der Jahrtausendwende tatsächlich den Lohnen gefolgt wäre, wie hoch wäre denn der Rentenwert heute anstelle von 34,19 Euro? Herr Schäfer. Ja, vielen Dank. Also seit 2000 sind, um es mal einfach zu rechnen und zu formulieren, die verfügbaren Löhne um 41,6% gestiegen, die verfügbaren Renten als der zweite Maßgröße des Rentenniveaus aber nur um 28,8%. Das heißt, die Renten, die verfügbaren, sind um rund 13 Prozentpunkte hinter den verfügbaren Löhnen zurückgeblieben. Würde man das einrechnerisch des Beitragssatzanstieges, der nötig wäre, ausgleichen wollen, müsste die Standardrente heute um rund 100 Euro höher liegen, oder beziehungsweise der aktuelle Rentenwert bei knapp über 36 Euro. Okay, es kam so unvermittelt, das Ende. Herr Birkwald. Ja, herzlichen Dank. Dann will ich noch mal nachfragen. Wie werden sich denn im Jahr 2020, Herr Schäfer, die für die Rentenanpassung relevanten Löhne entwickeln? Und inwieweit werden sich diese dann auf die Rentenanpassung im Jahr 2021 auswirken? Herr Schäfer. Ja, wie vorhin schon ausgeführt, die anpassungsrelevanten Löhne, die letztlich anpassungsrelevanten Löhne, sind die beitragspflichtigen Löhne und die werden auch dieses Jahr voraussichtlich steigen. Insofern wäre auch 2021 eine Rentenerhöhung angemessen. Dass wir über die Nullrunde reden, liegt daran, dass dieser Statistikeffekt der Kurzarbeit auf die volkswirtschaftliche Gesamtrechnung mit in diese Modellberechnung eingeht. Heißt, ohne Kurzarbeiteffekt gäbe es diesen Statistikeffekt gar nicht und wir würden letztlich tatsächlich über eine Rentenerhöhung nächstes Jahr reden. Wir diskutieren also mal wieder, Herr Fiebrock hat es auch gesagt, Probleme der relativ komplexen Anpassungsmechanik, will ich es nennen, weil die Formel mittlerweile nur noch eine untergeordnete Rolle in den ganzen Korrekturfaktoren spielt. Und die Renten werden durch diese formeltechnische Sache voraussichtlich 21 nicht, 22 weit stärker als die Löhne, 23 wieder langsamer als die Löhne steigen und auch 24 und 25 werden wir noch Pendelbewegungen haben. Und der Nachholfaktor würde diese Ausschläge nochmal, beziehungsweise die Abkopplung der Rentenentwicklung von der Lohnentwicklung nochmal verschärfen. Insofern ist aus unserer Sicht sozialpolitisch sinnvoll, die Rentenerhöhungen an den beitragspflichtigen Löhnen zu koppeln und dann würden sie voraussichtlich 21, 22 und 23 jeweils moderat steigen. Vielen Dank, Herr Schäfer. Herr Birkwald. Ja, da habe ich noch mal eine Nachfrage. Wie würde denn die jüngere Generation belastet werden, wenn der Vorschlag der FDP zum Tragen käme? Und für wen wäre die Umsetzung des FDP-Vorschlags tatsächlich eine Belastung? Herr Schäfer. Ja. Mit dem Vorschlag der FDP würden die Renten, wenn ich jetzt mal die Berechnungen von Frau Cox-Kemper und dem Institut der Deutschen Wirtschaft nehme, als ein Beispiel, dauerhaft etwa 2,5% niedriger liegen als ohne Einführung des Nachholfaktors. Das macht bei einem Eckrentner dann rund 35 Euro weniger Rente aus langfristig. Um diese Rentenkürzung auszugleichen, müssten die Beschäftigten rund 20 Euro über 45 Jahre jedes Jahr zurücklegen. Und damit muss man, wenn man die Rechnung aufmacht, sieht man ganz klar, dass die Beschäftigten dadurch netto mehr Belastung haben, weil die Entlastung durch den geringen Beitragssatz liegt bei ungefähr knapp 10 Euro, die Belastung durch mehr Vorsorge bei 20 Euro. Wer entlastet werden würde, sind tatsächlich die Arbeitgeber, die um diese etwa 10 Euro pro Beschäftigten von den Arbeitgebersozialbeiträgen entlastet würden. Vielen Dank. Herr Birkwald. Und noch eine letzte Frage an Herrn Schäfer. Herr Schäfer, wie würde sich denn die sofortige Wiedereinführung des Nachholfaktors, wie von der FDP begehrt, auf die Rentenanpassungen nach dem Jahre 2025 auswirken? Auf das Thema hatte ja Frau Dr. Cox-Kemper auch schon hingewiesen. Herr Schäfer.
Aus unserer Sicht wäre der Nachholbedarf nächstes Jahr je nach wirtschaftlicher Entwicklung so groß, dass er auch bis 2025 bei Einhaltung der Haltelinie von 48% nicht vollständig ausgeglichen sein dürfte. Und das würde bedeuten, dass die Renten nach 2025 stärker sinken als im geltenden Recht und tatsächlich die Nachholen im Wesentlichen für die zukünftigen Generationen greifen würde. Und dann würden die, wenn man das rechnet, modellhaft, die Löhne bleiben ja ohnehin oder die Renten bleiben ja ohnehin schon bis 2025 hinter den Löhnen zurück und würden dann mit Einführung des Nachholfaktors noch deutlicher hinter der Lohnentwicklung zurückbleiben. Und die Reaktivierung des Nachholfaktors würde damit sozusagen die künftigen Generationen durch noch niedrigere Renten bestrafen. Vielen Dank, Herr Schäfer. Herr Birkwald. Ja, vielen Dank. Meine nächste Frage geht an Herrn Dr. Beutler-Bohn vom Sozialverband VdK. Herr Dr. Beutler-Bohn, welche Maßnahmen, vor allem im Hinblick auf die Rentenanpassungsformel, hält denn Ihr Sozialverband der VdK Deutschland für angebracht, um das Vertrauen aller Generationen in die gesetzliche Rentenversicherung zu stärken? Dr. Beutler-Bohn. Ja, vielen Dank. Also ginge es in dem Antrag wirklich um eine gute Alterssicherung für alle Generationen, dann wäre das Thema, wie kann ich langfristig das Rentenniveau auf mindestens 50% stabilisieren? Das wäre eine generationengerechte Debatte und Frage. Und in diesem Zusammenhang muss man die gesamten Dämpfungsfaktoren zur Disposition stellen. Denn gerade die Dämpfungsfaktoren schaffen Unsicherheit und führen dazu, dass das Rentenniveau immer weiter sinkt. Und somit wäre ein wichtiger Beitrag zur Stärkung des Vertrauens aller Generationen in die gesetzliche Rentenversicherung eine dauerhafte Stabilisierung des Rentenniveaus auf mindestens 50%. Denn es kann nicht sein, dass auch bei immer mehr Versicherungsjahren eine Altersrente im Alter herauskommt, die sich in der Höhe des Grundsicherungsniveaus befindet. Und genau das führt ein immer niedrig werdendes Rentenniveau, hat das zur Folge, dass eben diese Akzeptanz und Legitimation der Rentenversicherung zur Disposition steht. Vielen Dank, Herr Beutler-Bohn. Eine kurze Frage haben wir noch für die Fraktion Die Linke. Schon noch was von der SPD übrig. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Meine nächste Frage geht an Herrn Professor Dr. Bomsdorf an meine Heimatstadt Köln. Herzliche Grüße aus Berlin. Herr Professor Bomsdorf, Sie haben in Ihrer schriftlichen Stellungnahme erläutert, wenn ich das mal salopp in meine Sprache übersetzen darf, das Problem, was die FDP hat, existiert so nicht, aber es gibt ein viel wesentlicheres Problem. Könnten Sie uns bitte erläutern, welches Sie damit meinen? Professor Bomsdorf, in 30 Sekunden. 2018 wurden bei dem Gesetzentwurf die Zurechnungszeiten der Erwerbsminderungsrenten deutlich verbessert. Aber, und das ist das Entscheidende, nicht für den Bestand, sondern nur für die zukünftigen. Und das ist ein wesentliches Problem, das ich für viel größer halte als das, was wir hier diskutieren. Das, was wir hier diskutieren, ist mal ziemlich deutlich gesagt, eher ein Streit um das Kaisersbad oder viel Lärm um nichts. Das mit den Erwerbsminderungsrenten, da sind echte Probleme. Es gibt dazu mittlerweile auch ein Papier, das von Herrn Hofmann und von mir verfasst wurde. Wer also daran Interesse hat, kann sich diese Sachen anschauen. Und es geht letzten Endes wirklich darum, die Zurechnungszeiten, die wir 2018 ab 2019 verlängert haben, auch für den Bestand, der 2018 schon vorhanden war, auszudehnen. Danke. Vielen Dank, Professor Bomsdorf. Damit sind wir am Ende der Fragerunde der Fraktion Die Linke angelangt und kommen zur Fragerunde der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen. Da hat sich der Kollege Markus Kurt gemeldet. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Meine erste Frage richtet sich an Herrn Gunkel und Herrn Schäfer. Und zwar ist Ausgangspunkt die Beobachtung, dass der Anteil der Rentenausgaben am Bruttoinlandsprodukt in den letzten 20 Jahren gesunken ist und auf der anderen Seite die Zahl der Rentnerinnen und Rentner angestiegen ist. Das heißt also, dass tatsächlich von der gesamtwirtschaftlichen Leistung pro Rentner deutlich weniger dort ist. Und wie bewerten Sie vor dem Hintergrund, dass die Rentenzahlungen einen immer geringeren Teil am gesellschaftlichen Wohlstand bezogen auf die Rentnerinnen und Rentner
wird. Wie beurteilen Sie eigentlich die Möglichkeit des Gesetzgebers, hier normativ neue Richtungsentscheidungen zu treffen, anstatt an Prinzipien festzuhalten? Vielen Dank, Herr Gunkel. Eine sehr grundsätzliche Frage, aber zunächst möchte ich darauf hinweisen, dass die Renten auch in den letzten 20 Jahren kaufkraftbereinigt gestiegen sind. Es ist richtig, dass sie hinter der Lohnentwicklung zurückgeblieben sind und dass viele Reformen sich auch in der Tat ausgabensenkend ausgewirkt haben. Die Zahl der Rentner hat sich aber erstaunlicherweise in den letzten Jahren gar nicht so sehr erhöht. Die ist ziemlich konstant geblieben, was daran liegt und lag, und das macht sich eben auch in den Zahlen, die Sie nennen, bemerkbar, dass in den letzten Jahren eben die sehr geburtenschwachen Nachkriegsjahrgänge vor allem in Rente gegangen sind und sich heute eben in Rente dann auch schon befinden. Und das erklärt diese Entwicklung. Aber es ändert an den langfristigen Finanzierungsproblemen der Rentenversicherung nicht. Und ich hatte es ja gerade gesagt, noch bis nächstes Jahr werden die 40% gehalten werden, aber danach wird der Beitragssatz zur gesamten Sozialversicherung deutlich ansteigen, wahrscheinlich bis zum Jahr 2040 auf etwa rund 50%, und die Rentenversicherung leistet dazu auch einen Beitrag. Insofern müssen wir eben gucken, dass wir die Ausgaben in der Rentenversicherung so gestalten, dass die Rentenversicherung auch dauerhaft und nachhaltig finanzierbar bleibt. Vielen Dank, Herr Gunkel. Herr Schäfer. Ja, in der Tat ist auch uns dieser Zusammenhang schon mehrfach aufgefallen. Wenn man sich tatsächlich anguckt, von 2000 bis heute ist trotz der demografischen Pause, die Herr Gunkel gerade ansprach, die Anzahl der Rentnerinnen um mehrere Millionen angestiegen, während gleichzeitig die Gesamtausgaben für alle Rentnerinnen am Bruttoinlandsprodukt wie auch am Volkseinkommen zurückgegangen ist. Das heißt, wir haben für deutlich mehr Leute in der Summe deutlich weniger Geld ausgegeben. Pro Kopf reden wir hier über einen Rückgang von fast 20%. Und das ist natürlich ein dramatischer Einschnitt in der tatsächlichen Leistungshöhe der gesetzlichen Rentenversicherung. Die Hälfte ungefähr davon ist auf das Niveauabsenken zurückzuführen, die andere Hälfte auf individuelle Kürzungsmaßnahmen wie Abschläge, Verschlechterung der Zurechnungszeiten und Verschlechterung der Bewertung von Anrechnungszeiten etc. pp. Und dieser Rückgang ist trotz der Leistungsverbesserung seit 2014 vorhanden. Das muss man sich auch ganz klar vor Augen führen, trotz der mehr milliardenschweren Pakete. Grundsatzentscheidungen oder fundamentale Richtungswechsel müsste man natürlich fragen, was Sie dort im Blick haben, weil man kann in alle Richtungen gehen. Insofern kann ich den zweiten Teil schlecht beantworten. Vielen Dank, Herr Schäfer. Max Kurt. Ja, ich meinte damit das Konzept der Haltelinien als eine Möglichkeit, sozusagen anders auf diese Verteilungsentwicklung zu reagieren. Und das möchte ich jetzt auch gerne Herrn Dr. Johannes Geier noch mal fragen. Die FDP kritisiert ja, dass das Aussetzen des Nachholfaktors mit dem Prinzip der lohnbezogenen Rente breche. Und die Frage wäre, wie bewerten Sie diese Kritik? Und sehen Sie eigentlich in der Geschichte rentenpolitischer Entscheidungen durchaus auch ähnliche Brüche, die es in der Vergangenheit gegeben hat? Dr. Geier. Ja, sicher. Also da kann ich ja auch mich anschließen an das, was vorher gesagt wurde. Das Prinzip gilt so uneingeschränkt nicht in der Rentenformel mit der, das wurde auch schon zitiert, Riester-Treppe beispielsweise oder auch dem Nachhaltigkeitsfaktor, sind natürlich Gesichtspunkte in die Rentenformel, haben da Einzug gehalten, die Löhne bzw. die Renten von den Löhnen tendenziell abkoppeln. Und das sind normative Entscheidungen, das sind Entscheidungen darüber, wer beispielsweise sowas wie die demografische Alterung, wie die Lasten dort zwischen Beitragszahlern, Steuerzahlern und Rentnerinnen und Rentnern verteilt werden. Deswegen gilt dieses Prinzip, die Renten folgen den Löhnen, nicht so uneingeschränkt. Und deswegen gab es ja auch diese kleine Auseinandersetzung, diese Polemik bezüglich des Antrags. Und ich glaube, man muss tatsächlich sagen, ja, es gibt unterschiedliche Ziele, die die Rente alle befriedigen soll. Wahrscheinlich kann sie das nicht. Und letztlich ist es aber dann eine normative Entscheidung, welchen Weg man hier einschlägt, eine verteilungspolitische Entscheidung, die der Gesetzgeber dann auch zu tragen und zu verantworten hat. Vielen Dank. Markus Kurt. So, meine wahrscheinlich letzte Frage wird dann an Herrn Dr. Holger Fiebrock gehen. Und zwar wüsste ich noch einmal gerne von Ihnen, wie Sie die Berechnungen des Instituts der deutschen Wirtschaft bewerten. Sehen Sie da einen vergleichbaren Mehrfinanzierungsbedarf
Und wenn nein, Ihr Haus hatte ja die Zahlen so nicht nachvollziehen können. Was könnten denn die Gründe für die unterschiedlichen Berechnungen vom IW und der Deutschen Rentenversicherung sein? Vielen Dank, Herr Kurt. An wen ging ich? An Dr. Viehbrück. Ich nehme an, Sie spielen darauf an, wie groß der Corona-Effekt sozusagen für die deutsche Rentenversicherung war. Ist das korrekt? Es gibt viele Berechnungen des IWs. Ich weiß nicht genau, welche Sie meinen. Präzisierung? Ja, nee, es gibt Gutachten, da wird ein Mehrfinanzierungsbedarf dargelegt, wenn man den Nachholfaktor nicht zurücknimmt. Das ist vor einiger Zeit vorgestellt worden. Hatten wir bei dem Abend, bei dem Nachmittag bei der Rentenversicherung auch besprochen. Ist die Frage klar, Herr Viehbrück? Ja, die Frage ist klar. Also das IW geht von anderen Annahmen aus einfach. Also die Richtung des Effektes ist sicherlich richtig dargestellt. Auch bei Frau Koch-Kemper sieht man, dass sie ja so ähnlich rechnet, sieht man das auch. Also die Richtung der Effekte ist immer dargestellt, aber wie ich schon erläutert habe, hat man sozusagen muss man auf diese vielen Details, die da eben eine Rolle spielen, also zum Beispiel auf die Unterscheidung der Löhne nach Ost und West und insbesondere auch bei den Löhnen gerade die Unterscheidung zwischen den beitragspflichtigen Löhnen und den VGR-Löhnen, was ich versucht habe zu erklären, das findet man in den Berechnungen anderer Institute jetzt nicht wieder. Das ist auch gar kein Vorwurf, das kann man nicht machen, wenn man sozusagen keinen Zugriff auf diese Daten hat. Von daher kommen wir schon im Detail auch in den Referenzrechnungen schon zu anderen Ergebnissen, als diese Institute haben. Aber sagen wir mal, von der Grundausrichtung her kann man das schon nachvollziehen, auch aus unseren Berechnungen. Vielen Dank, Dr. Viehbrück. Damit sind wir am Ende der Fragerunde der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen angelangt und kommen jetzt zur freien Runde. Und da habe ich als erstes Herrn Kapschak für die SPD-Fraktion. Wunderbar, hat sich erledigt. Dann habe ich als nächsten Herrn Vogel für die FDP. Ja, ich wollte noch mal die Gelegenheit nutzen, in der freien Runde Herrn Werding die Frage von eben zuzuspielen, ob er auch noch mal sich dazu einlassen kann, ob sozusagen, wenn man sich politisch zu den Haltelinien bekennt, was ja die Koalition tut, ob dann trotzdem eine Wiedereinführung des Nachholfaktors jedenfalls immer dann, wenn die Haltelinien nicht berührt sind, möglich ist und aus seiner Sicht sinnvoll wäre. Professor Werding. Ja, danke. Ich muss gestehen, als die Reform 2018 beschlossen wurde, habe ich diese Aussetzung des Nachholfaktors auch nicht wichtig genommen. Ich habe offen gestanden sogar diese Regelung vergessen, bis der Kollege Bersch-Supan sie uns dann in Erinnerung gerufen hat. Ich habe jetzt, so wie Herr Geier auch, die Begründung dafür mal zitiert in meiner Stellungnahme. Da ging es darum, eben zu verhindern, dass die Haltelinie 48%, die ja genau damals beschlossen werden sollte, ob man nun dafür oder dagegen war, sie steht im Raum, sie ist Gesetz, dass sie nicht unterlaufen werden soll. Und zwischen einem Nicht-Unterlaufen der 48% einerseits und einer vollständigen Aussetzung des Nachholfaktors klafft eine gewisse Lücke. Wir wissen nicht, wie groß die Lücke sein wird. Unter Umständen schrumpft sie auch auf null. Aber Regeln sollte man nicht dann festlegen, wenn man die Ergebnisse kennt, sondern im Grunde jetzt zum Beispiel den Nachholfaktor wieder einsetzen und dann mal schauen mit der Garantie, dass es auf keinen Fall mit Statistikbereinigung und allem anderen, was dann noch wirken kann, dass es auf keinen Fall unter 48% gehen kann. Das ist wirklich im Kampf mit dem demografischen Wandel, über den wir heute wieder viel zu wenig gesprochen haben, schon ein relativ starker Schutz für die Rentner. Und wie es danach weitergeht, die Entscheidungen stehen ja dann noch aus. Die könnte man dann in Ruhe treffen. Vielen Dank, Professor Werding. Für die Fraktion Die Linke, Matthias W. Birkwald. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Meine Frage geht in dieser Runde nach Köln an Frau Dr. Koch-Skemper. Frau Dr. Koch-Skemper, laut den Zahlen der Deutschen Rentenversicherung Bund haben die 21,1 Millionen Rentnerinnen und Rentner am 31.12.2018 einen durchschnittlichen Gesamtrentenzahlbetrag von 1.048 Euro erhalten. Also, ist ja vorhin auch schon gesagt worden, mit Blick auf andere Länder eine sehr übersichtliche Summe. Nun haben Sie dankenswerterweise in Ihrer schriftlichen Stellungnahme mal ausgerechnet, was denn der Status quo bedeuten würde für den Rentenwert und das prognostiziert. Und Sie haben ein Szenario mit Nachholfaktor, wie von der FDP gewünscht, gemacht.
Jetzt möchte ich Sie nur fragen, können Sie mir bestätigen, dass nach Ihren Berechnungen die FDP begehrt, den Rentnerinnen und Rentnern im Jahr 2023 die Rente um 1,22% zu kürzen, im Jahr 2024 den Rentnerinnen die Rente um 2,65% zu kürzen und sie im Jahr 2025 sogar um 2,97% zu kürzen? Und wenn ja, halten Sie das für sachgerecht? Herzlichen Dank. Vielen Dank, Herr Birkwald. Frau Dr. Kochskemper. Ja, vielen Dank für die Frage. Gut, Kürzung ist jetzt ja auch schon wieder geht in eine bestimmte Richtung. Es ist in beiden Szenarien steigen die Renten. Also das ist zum einen Punkt meines Erachtens schon wichtig festzuhalten. Also es geht nicht darum, auch in meinen Berechnungen nicht zu zeigen, dass die Rente im Vergleich zu heute noch unter das heutige Niveau sinkt. Natürlich unterscheiden sich die Rentenwerte in beiden Szenarien. Das ist Natur der Sache mit dem Nachholfaktor und eben mit der Frage, wie verteile ich die Lasten aus der gegenwärtigen Krise? Okay, vielen Dank, Frau Dr. Kochskemper. Die nächste Frage kommt von Herrn Kleinwächter für die AfD-Fraktion. Ja, vielen Dank. Und zwar geht sie an den VdK, auch Thema, wie verteilen wir die Lasten. Sie fordern in Ihrer Stellungnahme ja eine Vermögensabgabe. Ich gehe mal davon aus, dass Sie die Ausarbeitung des Wissenschaftlichen Dienstes vom 9. April 2020 zu dem Thema kennen, wo auf eine existenzielle finanzielle Notlage des Staates abgestellt wird. Und es werden ja auch Parallelen zur Deckung von Kriegskosten gezogen. Also fordern Sie ernsthaft eine Art Lastenausgleich? Und ist die Corona-Krise Ihrer Meinung nach mit der Lage nach dem Zweiten Weltkrieg vergleichbar, sodass sich diese Vermögensabgabe also auch auf die Rente oder für die Rente eignet? Vielen Dank, Herr Kleinwächter. Herr Dr. Beutler-Bohn. Ja, der VdK fordert eine Vermögensabgabe, die selbstverständlich konform ist mit dem Grundgesetz. Im Grundgesetz ist eine entsprechende Möglichkeit gegeben. Es geht natürlich mit der Vermögensabgabe um das prinzipielle Prinzip, wie schaffen wir eine gerechte Verteilung der Kosten der Pandemie. Und da ist es aktuell so, dass Vermögende kaum einen gerechten Beitrag zahlen. Deshalb ist da eine Vermögensabgabe, die konform ist zum Grundgesetz, durchaus eine sinnvolle Möglichkeit. Vielen Dank, Herr Dr. Beutler-Bohn. Damit sind wir am Ende unserer heutigen Anhörung angelangt. Überraschenderweise haben wir die freie Runde mal nicht ganz ausgeschöpft, sonst überziehen wir immer. Normalerweise sage ich immer, ich wünsche Ihnen einen schönen Heimweg. Das mache ich heute nicht. Die sind schon alle zu Hause. Und ich wünsche Ihnen eigentlich noch ein... Berlin. In diesem Sinne, ich wünsche Ihnen noch einen schönen Arbeitstag. Bis dann. Tschüss. Herzlichen Dank. Danke. Tschüss. Dankeschön. Vielen Dank. Danke. Dankeschön.